Hatte das Bitterfest-Seiten, da ich mache so ein Video. Ich zeige euch jetzt mal dieses Programm hier, das ich mir mal geholt habe bei Amazon. Und ja, ich würde mal ein bisschen was gucken, beziehungsweise schauen, Haus, Einrichtungen und so weiter fürs nächste Haus. Sollte ich mal ein bisschen was schauen. Und dachte mir so, kannst du mal holen, sah ganz nett aus. Und hey, kann man zum Beispiel direkt Beispiel, aber wir können einfach mal ein neues mit einem Assistenten, sagen wir mal, machen wir mal mit einem Assistenten. Hier wird die Einheit angegeben, die man haben möchte, kann man natürlich auch ändern. Die kann man natürlich Erdgeschoss machen mit Obergeschoss, Dachgeschoss, Boden, Spitzwänden im Keller. Und da kann man natürlich auch noch die Etagen einwählen von 1 bis 4. Kann natürlich alles machen. Da kann man natürlich die Breite, 1 Meter Höhe, 1 Meter oder ist das 1000, was angezeigt wird. Das benutzt definiert. Benutzt definiert, Querformat, Hochformat. Und machen wir mal auf Fertigstellen. So, hier haben jetzt die Fläche, was wir haben. Jetzt können wir hier Nullpunkt setzen. Setzen wir einfach mal hier Nullpunkt. Einfach mal random in die Mitte. Und hier sieht man schon, wenn man hier drauf geht, dann das ist die 3D-Funktion. Sprich, hier kann man jetzt alles sehen, wie die Welt aussieht, wenn sie aussehen soll. Hier gehen wir wieder auf die Konfiguration und hier kann man jetzt zum Beispiel irgendwas machen, wie zum Beispiel eine Wand setzen. Natürlich hier mit Maßen, Maßeinheit, alles steht da, was man braucht, was man gerne so machen möchte. Ich setze das einfach mal jetzt, damit das Video nicht zu lang dauert, mal ein paar Wände. Das ist natürlich jetzt zu lang, leider, aber das ist jetzt erstmal egal. Oh. Hier habe ich jetzt einfach das erweitert, okay. Jetzt gehe ich mal hier drauf und kann direkt das verbinden und setze hier nach hier auch eine Wand. Und jetzt müsste im Prinzip eigentlich ein Raum erscheinen, aber man sieht's, es ist nicht richtig fertig. Deswegen, aber das sieht erstmal so ungefähr dann so aus im Real Life. Wenn wir das in 3D, wir können natürlich auch von unten gucken. Hier sieht man, dass die Wand nicht zu. Das sah gerade richtig komisch aus, wie so ein Stück Gitter. Habt ihr das gesehen? Da. Sieht aus wie so ein Gitter. Heiliger. Egal, auf jeden Fall ist die Wand nicht zu. Das hat das Programm auch gut erkannt, muss ich sagen. Also, das heißt, wir werden hier nochmal ein bisschen erweitern, wenn möglich. Gut, das haben wir sie zu weit erweitert. Und zack, Raum 1. Seht ihr das? So, das passiert aber auch nur, wenn der Raum komplett zu ist. Dann entsteht automatisch ein Raum. Hier wird der Raum 1 genannt. Und also ich habe es eben erst ausprobiert. So random mal kurz reingeschaut. Also wie gesagt, ich habe jetzt selber nicht so viel Ahnung davon. Hier kann man natürlich eine Treppe setzen. Das habe ich mir mal kurz für alles angeschaut. Natürlich kann man sie schräg, waagerecht, je nachdem. Man kann sie auch breit ziehen. Eben konnte ich sie noch breit ziehen. Hallo. Lalalala. Sieht ein bisschen ungleichmäßig aus, oder? Wie sieht denn das hier im Real Life aus? Oh, das ist so. Ja, genau, auf dem Kopf. Ne, auf dem Kopf wollte ich mir das jetzt nicht anschauen. Soll ich mal so gucken. Ja, die Steuerung war noch nicht so richtig raus, aber ja, es ist eine kleine Wendeltreppe. Ja, auf jeden Fall sieht man, dass man es ein bisschen erweitert hat. Natürlich kann man noch ein paar andere Sachen machen. Wir sind schon bei 3 Minuten. Wie? Ja, wie gesagt, man kann natürlich einiges hier machen. Man kann natürlich auch Dachglauben hier drüben, Dachdeckenplatten öffnen, Fenster reinmachen, wo man hier will. Kann man einfach Fenster nach innen, nach außen, hier noch ein Fenster setzen, nach innen, nach außen. Hol das manchmal wieder zurück. Das sieht ein bisschen backhaft aus. In die Richtung, in die Richtung. Hier kann man euch auch eine Tür reinsetzen. Hier unten. Nach innen und nach außen. Nach außen. Das sieht dann ungefähr so aus. Da sind die Fenster. Da und da. Und hier drüben ist die Tür. Deswegen, also. Es sieht auch ganz schick aus, also ich muss sagen, sieht auch ganz nett aus. Natürlich hole ich jetzt auch mal schnell ein Beispiel raus, sonst dauert das alles so ewig. Das ist jetzt ein Beispiel. Wenn man jetzt hier einiges gemacht hat, dann sieht das ungefähr so hier aus. Wenn man sich wirklich hart damit beschäftigt und möchte irgendwas erstellen, dann gibt es hier noch eine Legende dazu. Und das sieht dann im 3D wie aus. Genau, so sieht das dann am Ende aus. So kann man am Ende natürlich was bauen, also mit Auto und Mensch natürlich hier, wie man hier den lieben kleinen Herr Mustermann sehen kann. Und natürlich, was sonst? Einen dicken Audi, was sonst? Was sonst? Das muss ein Audi sein. Es muss ein Audi sein. Genau. Und
Ja, natürlich kann auch die Wand, man kann ja auch wandern, also man kann hier unten natürlich durchwandern. Dann geht man im Prinzip durch die Decke. Aber das ist noch ein bisschen schwierig, das habe ich noch nicht so richtig raus, weil sonst backe ich ein bisschen rum. Aber ansonsten kann man hier einiges erschaffen. Natürlich gibt es ja noch ein, also es gibt, wie gesagt, es gibt die ersten Schritte und so weiter. Natürlich gibt es auch ein zweites Beispiel. Das zweite Beispiel bin ich noch kranker, weil das sieht dann so aus. Also, da hat man sich wirklich Mühe gegeben und hat man sich gedacht, ach, ich schau mal viel rein. Also, wenn man wirklich viel Langeweile hat, kann man hier vieles schaffen. Dann sieht dann sowas hier aus. Also, man kann echt viel. Ich meine, das ist ein ganzes Apartment. Die kann man echt. Kann man. Ich sag mal ehrlich, sorry. Ich finde, das sieht nice aus. Ich finde, wenn man irgendwas bauen will, wenn man irgendwie Architekt ist oder sonst was, finde ich, das ist ein ganz, ganz chilliges Programm, mit dem man einfach arbeiten kann. Ich meine, natürlich dauert das erstmal. Diese kann man auch natürlich die ganzen Menschen mit reinsetzen, weil die quatschen hier sogar, man, die quatschen. Ah, was geht so? Ja, ich bin Evelyn, du, ja, ich bin die Chantal. Bist du auch noch hier? Ja, ich wohne auch noch hier. Natürlich kann man auch hier reingehen. Es ist alles kein Problem, man kann auch durchwandern, wie gesagt. Und natürlich steht unten wieder bestimmt der dicke Audi. Ah, was sonst, immer der Audi. Ja, was sonst. Vielleicht kann man das Modell auch noch ändern. Gibt es auch noch einen Pool? Man hat so einige Möglichkeiten, die man. Bewegt sich das Wasser? Alter, das sieht aus wie so ein Fluss. Es backt einfach weg. Heiliger. Okay, also wie gesagt, es sieht auf jeden Fall, ich finde, es sieht nice aus. Es sieht einfach nice aus. Man kann viel machen, man kann hier mit den Werkzeugen hier überall einiges arbeiten, man kann die Konstruktion, die Höhe bis zu 4 Etagen hochgehen. Man kann im Prinzip sein eigenes Haus errichten, was man vorhat. Und natürlich mit Maß anhalten, alles abgleichen. Also man kann hier echt viel in diesem Programm machen. Und wie gesagt, also ich finde, das sieht nice aus. Ich finde, das sieht einfach nice aus, was man hier so schaffen kann. Natürlich jetzt mit meinem einen Raum, also immer, wenn man kann natürlich die Räume auch benennen oder umschreiben oder umdrehen. Hier kann man auch drehen um die eine Achse. Wie, 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 wie. Also das mal kurz verbildlichen. Kann natürlich wegschieben und einfach drehen. Das geht auch. Man kann ja eigentlich ziemlich viel machen. Und man natürlich, kann natürlich auch direkt Räume selber setzen. Zack. Raum gesetzt. Zack. Natürlich kann auch die Größe verändern, wenn ich Bock habe. Zack, 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 zack. Zack. Raum 4, Raum 5. Und dann sieht das in der 3D-Animation ungefähr ein bisschen komisch aus, aber möglich. Sieht komisch aus. Ja, also wie gesagt, sieht komisch aus. Was ist das? Was ist das? Ja, also man kann die Wände auch ändern, alles. Also man kann hier einrichtungsmäßig einiges. Man kann natürlich auch die Landschaft verändern, so ist es nicht. Also es muss nicht dieses pumpige irgendwas sein. Also man hat hier auch mit dem Geländepinsel kann man auch natürlich das Gelände ändern. Also man hat hier freie Hand, so gesehen. Man kann hier natürlich auch Wasserflächen hier. Mal sehen kann, man kann hier, warte mal, man kann hier einiges, mache ich jetzt Erde oder Wasser? Man kann hier einiges natürlich verändern, also das ist hier einiges geboten und das finde ich auch gut in diesem Programm, deswegen habe ich es mir auch geholt, weil ich wollte ein bisschen rumspielen, das ist ja, das erinnert mich so, das ist jetzt zwar kein direktes Minecraft, aber es ist so ein bisschen bauen hier, da, so ein eigenes Haus errichten und etc. Und das war jetzt nicht geplant. Also manchmal buggt das, aber das ist natürlich gegeben, weil es auch immer mal. Okay. Ich mache gerade mal nicht mal was. Okay. Also auf jeden Fall kann man dort einiges machen und ich finde es gut. Ich finde es gut. Man hat drei Keys, also man hat drei Schlüssel dafür. Und das finde ich gut. Man kann per Anfrage an den Hersteller auch das zurücknehmen mit dem Rechner und den Key an einen anderen zuweisen. Das finde ich natürlich auch gut. Der Aktivierungscode war auch über E-Mail, sonst kann man gar nicht das Ding erst aktivieren, bekommt dann separat noch eine E-Mail von denen. Dann klappt das nicht und die Installation ging relativ fix und ja, also ich kann jetzt nichts gegen meckern. Ich kann mein Haus bauen, was ich will, Erdgeschoss, man kann hier alles einstellen, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss, also man kann hier alles einstellen, was man will. Also hier sind alle Möglichkeiten gegeben, die man sich vorher einstellt.